Liebe Kolleginnen und liebe Kollegen, schwierig zu backen. Man braucht auch ganz viel Geduld, es macht ganz viel Arbeit und am Ende muss man auch noch das nötige Handling haben für die Maschine und für die Technik, in dem Fall für den Backofen. Und als Ergebnis kommen dann vier Makarons raus, die bei Ihnen heute auf dem Tisch liegen. Und ähnlich war es die letzten 4 Monate, dass wir mit viel Geduld und mit viel, viel Arbeit und auch mit dem nötigen Geschick für Technik und für Gegebenheiten ein gutes Ergebnis rausbringen wollten. Und was hat jetzt haben die Makarons mit uns zu tun? Eine ganze Menge und auch ganz einfach. Zwei Kolleginnen hatten eine gute Idee, der wir uns im Vorstand sofort angeschlossen haben. Sie hatten nämlich die Idee, dass wir uns bei Ihnen mit diesen Makarons recht herzlich bedanken. Zum einen wollen wir uns bedanken bei Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Sie in den letzten Monaten vor Ort in den Niederlassungen VR-Verantwortung, wie wir sagen, übernommen haben und unseren Geschäftsbetrieb gesichert haben. Und zum anderen wollen wir aber auch die Kolleginnen und Kollegen wieder recht herzlich willkommen heißen, die jetzt nach monatelanger Abstinenz vom Arbeitsplatz endlich wieder in die Büros zurückkehren dürfen und auch wieder ihre Kollegen vor Ort antreffen können. Auch Ihnen ein herzlich willkommen und auch schön, dass Sie in den vergangenen Monaten eben diese VR-Verantwortung für uns und unsere Kunden übernommen haben. Und für unsere Kunden heißt in dem Fall für die Makaro-Bäckerei Melou, die in München in der Theatinerstraße ein Ladengeschäft haben und die auch als Einzelhandels- und als Kleingewerbe die Auswirkungen der Corona-Krise stark gemerkt haben die letzten Monate. Und in der Form wollen wir uns auch bei unseren Kunden in Form einer Unterstützungsleistung bedanken und haben hier einen Auftrag gegeben. Viel spannender ist es allerdings zu sehen, wie diese Makarons hergestellt werden. Und spätestens, wenn Sie das sehen, läuft Ihnen das Wasser im Mund zusammen. Mit einem kleinen Film, den Sie jetzt in der Folge sehen, können Sie sich das nochmal näher anschauen. Ihnen nochmal vielen Dank für eben diese Verantwortungsübernahme und viel Spaß beim Film.